Deutschland darf sich nicht isolieren, Bündnistreue. Ein zweites Argument wird immer gebracht, und das heißt, ja, wenn wir da rausgehen, dann werden die Völker übereinander herfallen, dann gibt es Bürgerkrieg. Schon aus kritischen Stimmen in Afghanistan selber sagen die, je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird die Situation und desto schärfer wird der Bürgerkrieg. Wir kennen, das ist ein altes Argument schon aus den kolonialen Kriegen der 70er Jahre. Auch dort haben das immer wieder die alten Kolonialmächte gesagt. An Sie die Frage ist nicht, wenn Sie sagen, man muss sich rechtzeitig aus dieser Sache verabschieden, wenn Sie der Auffassung sind, dass es ausweglos ist, dass man dann nicht die Initiative ergreifen muss, um wirklich dort herauszugehen, da isoliert man sich doch nicht von den Bündnispartnern, es sei etwas ganz anderes, ob man ein, wie Sie historisch angespielt haben, neues Schlachtfeld betritt oder sich aus einem Schlachtfeld herauszieht. Ist es nicht so, dass die Kosten, nicht nur die finanziellen, sondern insbesondere die menschlichen Kosten dieses Krieges, jetzt auch mit dem Aufwuchs der amerikanischen Streitkräfte noch, ins Immense und ins Unverhältnismäßige gesteigert werden und die Zerstörung in diesem Land auch, dass man da nicht jetzt sagen muss, nach 8 Jahren, wo es in den 9. Jahr hineingeht, nein, hier müssen wir doch jetzt schon eine Entscheidung finden. Das ist die eine Frage. An Herzog Gutenberg, 3000 Fragen. Seien Sie so fair, lassen Sie auch noch andere Wortmeldungen zu Wort kommen. Machen Sie es kurz. Sie sagen immer noch, das ist ja ein semantisches Problem gewesen, dieses ist ein nicht internationaler militärischer Konflikt. Sie selber aber haben gesagt, ohne die sozusagen Betrachtung der Region, ist das überhaupt nicht mehr zu fassen. Und wir wissen, der Krieg wird auch in Pakistan geführt. Wir wissen vom Widerstand, da sind nicht nur die afghanische Talibans, da sind Tschetschenen, da sind Kasachen, da sind Usbeken mit beteiligt und auf der Seite der Kasai, der Afghanen, sind über 40 Nationen beteiligt. Völkerrechtlich, da es dort keinen Begriff des Krieges gibt, spricht man von einem internationalen militärischen Konflikt. Und eine zweite Frage. Also, habe ich Sie nochmal mit der Professor sich kurz zu weiß, dass das eine Wissenschaft zweite Frage ist. Sie stehen auch immer noch zu dem vernetzten Konzept. Das heißt, militärisch und zivil, CIMIC genannt anders. Was sagen Sie zu der Kritik der internationalen nicht-militärischen Organisationen, die schon im vergangenen Jahr 120 in Deutschland ganz klare Kritik an diesem Konzept geübt haben und auch in der Friedensforschung, dass das nicht helfen wird, dass das zum Scheitern verurteilt wird? Wieso halten Sie da immer noch dran fest? Danke schön. Lassen Sie uns zu den Antworten kommen. Herr Schmidt. Bundestag war, es war selten eine Meinung, die
So einen hatten auf jeden Fall. So substanziell, ja, dass man die Linkspartei nicht aus dem Parlament schmeißen musste. Ja, ich darf das schon noch mal, daran erinnern, es war ein bemerkenswerter Moment vor einigen Wochen, als in meinen Augen die Würde dieses Hauses in einer Form geachtet wurde, was selbst mit dem Begriff Kinderschule nicht mehr verwendet ist. Einfach mehr Verantwortung.